diesem Video wollen wir uns die TIC-160PD von NTF näher angucken, wollen mit dem Gerät Edelstahl schweißen, wollen mit dem Gerät 6 mm Stahlbleche schweißen und am Schluss E-Hand. Natürlich die Frage, ein Gerät mit in Anführungszeichen nur 160 Ampere, ist das solchen Standardaufgaben gewachsen oder braucht der Hobbyanwender da ein Gerät, das noch mehr Ampere hat? Im ersten Schritt will ich das Gerät erstmal schnell installieren. Das geht hier wunderbar. Ich muss hier einfach nur den Gasschlauch anschrauben. Das ist so eine Pressung, also da wird ein bisschen gepresst, muss man ein bisschen drüber fummeln und dann mit einem 14er Schlüssel vernünftig anziehen, also handfest anziehen, muss man keine Gewalt für anwenden. Und dann kommt das Schlauchpaket in den Minuspol. Wir verschweißen mit Wick am Minuspol und in der Mitte ist noch das Steuerkabel. Da kommt diese Steuerbuchse, die hat unten so eine kleine Nase, kann man auch gar nicht verkehrt machen. Und dann wird das Ganze einfach reingesteckt und diese Überwurfmutter wird angezogen. Dann kommt in dem Plus noch das Massekabel und schon habe ich das Gerät eigentlich fertig installiert. Ein Gasschlauch habe ich vorher schon angebracht, einen Argonschlauch. Dann das Schlauchpaket noch zusammenbasteln. Das Ganze ist auch in wenigen Handgriffen erledigt. Ich muss hier vorne nur die Gasdüse einschrauben. Und hinten kommt dann eine Spannhülse rein. Die Spannhülse muss der Wicknadel natürlich entsprechen. Dann habe ich hier diesen Halter hinten, diesen Spannhülsenhalter. Da habe ich zwei verschiedene von. Einmal einen langen, einmal einen kurzen. Der kurze für kurze Spannhülsen. Vorne kommt diese Keramikdüse rein. Die Wolfram-Elektrode, die Wicknadel wird reingeschoben und dann muss man wirklich nur locker anziehen, dass die Spannhülse spannen kann, dass die Nadel vernünftig gespannt ist. Nicht mit Gewalt oder so, dann versaut man sich immer ganz schnell diese Spannhülsen. Argonschlauch habe ich jetzt hier nicht gezeigt, habe ich vorher schon angeschlossen und ich drehe immer Argon einmal auf, schließe das wieder und dann sieht man schön, ob der Druck stehen bleibt und dann weiß man, die Gasverbindung ist dicht. Das Gerät schalte ich auf der Rückseite ein und dann leuchten hier erstmal viele Lämpchen und da habe ich die verschiedenen Taster, die gehen wir mal kurz durch. Hier kann ich Puls an, Puls aus, Stick, also Elektrodenschweißen einstellen. Ich werde zu den ganzen Bedienelementen aber noch ein extra Video machen. Hier ist HF und Lift Arc, also Anstreichzündung. Hier habe ich 2-Takt, 4-Takt, kann ich wechseln und dann hier dieser mittlere Drehregler, da kann ich die Amperezahl regeln oder halt, was ich mit den Pfeiltasten so einstelle. Hier oben habe ich die Programmspeichertaste. Ich kann hier 10 Programme speichern. Und hier unten kann ich diese ganze Kurve durchgehen und kann dann immer halt wirklich einstellen, was ich da gerade einstellen will. Das ist auch der große Vorteil dieses Gerätes, genau wie eine SuperTIC 200, dass ich hier wirklich unwahrscheinlich viele Einstellungsmöglichkeiten habe. Ich kann diese gesamte Startrampe einstellen, mit wie viel Strom starte ich, wie geht es dann weiter, dann normal den Strom, dann Puls, die Pulsweite, Gasvorströmzeit, Gasnachströmzeit. Ich habe hier wirklich alle Einstellungsmöglichkeiten und ich kann mir das Ganze halt auch noch in Programmen speichern. Das finde ich so super. Das heißt, ich kann mir ein Programm für Wickschweißen machen, wo ich ein bisschen schon eine inerte Atmosphäre haben will, also will, dass Gas schon mal vorströmt, ordentlich Gas nachströmt. Ich kann mir ein Programm für kleine Heftpunkte machen und so weiter. Kann man sich alles perfekt an diesem Gerät einstellen und abspeichern. Also von den Einstellungsmöglichkeiten, genau wie eine SuperTIC 200, wirklich gigantisch und wie halt ein Profigerät. Das unterscheidet dieses Gerät auch von den meisten anderen relativ günstigen, einfachen, kleinen Wickschweißgeräten. Das Gerät wiegt dabei nur 8 Kilo, knapp über 8 Kilo, hat 160 Ampere und beim Wickschweißen und 125 Ampere fürs E-Handschweißen. Und wir gucken uns in dem Video natürlich wirklich an, wird das Gerät zu warm, reicht diese Amperezahl, für welche Aufgaben ist das Gerät dann wirklich in der Lage, diese Aufgaben zu bewältigen.
Als erste Schweißaufgabe habe ich hier so ein altes Geländerrohr, das habe ich an der Baustelle angepasst. Und eine Edelstahlplatte, hier habe ich C-Stahlplatten in 6 mm, ein C-Stahlrohr. Und das werde ich alles mal so ein bisschen verschweißen, so ein bisschen ausprobieren, ein bisschen üben damit. Natürlich 6 mm, muss man auch gucken mit Wick, inwieweit da die 160 Ampere ausreichen. Und hier habe ich dann halt den Schweißzusatz. Ich habe hier 2,4 mm C-Stahldraht und 2,4 mm Edelstahldraht. Und damit will ich halt diese ganzen Aufgaben bewältigen. Ich hefte mir das Rohr hier erstmal auf und werde dann im Anschluss erstmal mit 130 Ampere bei dem Rohr schweißen und gucken, wie weit 130 Ampere. Die Bodenplatte hat 4 mm, das Rohr hat 2,4 mm. Also ist relativ dünnwandig, dürfte das Gerät natürlich überhaupt kein Problem mit haben. Man merkt schon im ersten Moment, das Gerät zündet gut. Der Schweißstrom macht einen guten Eindruck in diesem ersten Moment. Und ich kann dann hier auch gleich nach zwei Heftpunkten sagen, von wegen, das Gerät kann natürlich einigermaßen schweißen. Das kann man dann gleich bewerten, sieht man gleich, zündet gut, schweißt gut. Und jetzt schweiße ich hier halt in dieser Einstellung einfach mal einen rum. Wie gesagt, erst mit 130 Ampere. Man muss ganz klar sagen, wenn man diese günstigen Geräte hat, die Amperezahl ist nicht immer dieselbe. Selbst teure Geräte von wegen, man kann die Geräte heutzutage teilweise kalibrieren oder die werden kalibriert, dass man wirklich auch sieht, dass der Schweißstrom ist, der dann auch wirklich auf dem Gerät steht. Ja? Hier mit 130 Ampere, 130 Ampere ist für diese Aufgabe ein bisschen sehr hoch gegriffen und das zeigt mir das Gerät auch gleich eindeutig. Das heißt, ich muss relativ schnell schweißen und das ist dann der Schweißprozess nicht so hundertprozentig kontrolliert. Aber dafür sieht das Ergebnis trotzdem ganz adäquat aus. Und ich reguliere jetzt auf 110 Ampere runter, was dem Ganzen eher ein bisschen gelegen kommt. Ich würde normal, sage ich mal, für die meisten Schweißer reicht so um die 100 Ampere für das aus. Ich bin allgemein jemand, der beim Wick eigentlich relativ schnell zieht, relativ schnell schweißt. Das hat immer den Nachteil, dass du nicht so diese ganz schöne Schuppung hinkriegst. Die ganz schöne Schuppung kriegen eigentlich Leute hin, die so eine ganz, ganz viel Ruhe für den Schweißprozess haben und dann ganz in Ruhe immer pendeln, vor, zurück, seitlich so schön pendeln, so eine ganz gleichmäßige Bewegung. Ich bin immer so ein unruhiger Geist, der da relativ mit einer relativ schnellen Schweißgeschwindigkeit schweißt. Aber da ist auch jeder individuell. Darum ist es auch immer schwer, so in irgendwelchen Listen das zu erfassen, welchen Schweißstrom jeder nehmen sollte. Erstmal sind alle Geräte unterschiedlich. Ja, man kann mit 5 Geräten arbeiten, man hat immer so einen Anhaltspunkt und trotzdem sind alle unterschiedlich, gerade in diesem günstigen Bereich sind die Geräte unterschiedlich. Ich habe mir auch immer schon mal vorgenommen, mal ein Video zu machen, wo ich das teste, wie viel Leistung dann wirklich das Gerät auf die Straße bringt. Das Gerät sieht man hier, Edelstahl schweißen klappt schon mal super, ist jetzt auch nicht die Herausforderung, sage ich mal. Das ist auch schon was, was man problemlos davon erwarten kann. Das wäre jetzt so eine Standardaufgabe. Ich baue mir ein Edelstahlgeländer und ich schweiße dann halt so ein Pfostenrohr auf eine Pfostenplatte. Ja. Das Ganze hat eine schöne Farbe eigentlich, sieht ganz adäquat aus. Ich habe jetzt zum Schluss mit 110 Ampere geschweißt, ist immer noch ein bisschen viel. Wie gesagt, die meisten würden so mit 100 Ampere besser auskommen. Die Farben sehen ganz gut aus. Man sieht hier 2,4er Rohr. Und ja, als nächstes schweiße ich dann die 6 mm Bleche. Die werde ich mir erstmal heften. Fürs Heften nehme ich mir erstmal 120 Ampere. Bei den 6 mm Blechen ist natürlich die interessante Frage, wenn ich da mal eine richtig lange Naht, eine Kehlnaht schweiße, ja, und das Material richtig schön aufschmelze, ist natürlich die Frage, inwieweit wird das Schlauchpaket dann warm? Wird das Gerät dadurch überlastet? Schafft das Gerät das überhaupt? Das will ich hier auch damit versuchen, damit demonstrieren. 120 Ampere, heftig erstmal. Ich mache das extra von der Einstellung immer so, dass man das Gerät auch noch im Hintergrund sieht, dass man auch wirklich sieht,
Der Schweißprozess findet mit dem Gerät statt. So ein Winkel, also ist immer so ein Magnetwinkel, ist immer ein ganz tolles Hilfsmittel. Heften zum Schweißen nehme ich jetzt 140 Ampere und dann schweiße ich mal wirklich eine schöne lange Strecke in der Kehle und gucke dann einfach mal, wie das Schlauchpaket sich verhält. Also wie gesagt, zu dem Schweißgerät nochmal bei mir hier, das sind auch meine ersten beiden Schweißversuche mit dem Gerät. Das hat eigentlich sehr gut geklappt, war ich sehr zufrieden mit. Das Gerät ist extrem leicht, schön handlich, hat tolle Einstellungsmöglichkeiten, muss man ganz ehrlich sagen, findet man in der Klasse eigentlich sonst nicht. Und es gibt auch noch einen Bruder, der ein bisschen größer ist, sage ich mal, um bei dem Thema zu bleiben. Das Gerät hat dann 200 Ampere, ja, das ist die TIC 160, es gibt auch die TIC 200 und dann gibt es halt die Super TIC, das ist ein AC-DC-Schweißgerät. Hier habe ich ein reines Gleichstrom-Schweißgerät, ich kann also kein Aluminium mit dem Gerät schweißen. Jetzt habe ich hier mal eine schöne lange Naht gezogen und das Ganze natürlich so ein bisschen im Zeitraffer, damit das nicht so zu langatmig wird, das Video. Und könnt euch jetzt die Naht ansehen, die sieht gut aus. Und das Schlauchpaket gucken wir uns jetzt auch mal an. Von wegen, ich habe das jetzt hier ohne Handschuhe an, ja. Und das ist, zwar ist das klar, ist das warm geworden, wird jedes Schlauchpaket, jedes Luftgekühlte gerade, aber da ist jetzt irgendwo nichts, dass das Gerät schon abschalten würde oder da schon mit überfordert ist. Wie gesagt, ich habe noch 20 Ampere im Petto und ich bin hier noch lange nicht an der Leistungsgrenze. Und ich sage mal, wenn man so als Heimwerker solche Aufgaben erledigt oder so, Heimwerker, Bastler, so Geländerbau oder so, da reicht dieses Gerät vollkommen für aus, schweißt vernünftig und macht einen sehr guten Eindruck. Ich rüste jetzt mal aufs Elektrodenschweißen um. Dafür ziehe ich einfach vom Schlauchpaket das Massekabel ab oder den Stecker aus der Masse, aus dem Minuspol. Da stecke ich mein Elektrodenkabel ein, schalte das Gerät ein und dann habe ich schon auf E-Hand gerüstet. Jetzt muss ich hier nur auf Stick wechseln und kann dann hier oben die Amperezahl eingeben. Ich gebe mal so 95, 96 Ampere ein. Kann dann hier nochmal Zusatzeinstellungen wechseln und das finde ich sehr interessant. Das hat die Super TIC 200 zum Beispiel nicht. Ich habe hier zum Beispiel Arc Force. Arc Force ist so eine Lichtbogenregulierung. Hot Start Time und Hot Start Ampere in Prozent. Also ich kann da diese Einstellungen auch noch regulieren. Ich lasse das einfach auf Werkseinstellungen und probiere hier mal mit der Elektrode auf meinem vorher, dem Blech mit der Kehlnaht vorher und versuche hier einfach mal mit der Elektrode ein paar Raupen zu ziehen und gucken wir einfach, ob das Gerät auch Elektrode schweißt. Man sieht hier, das zündet perfekt. Und wichtig ist natürlich immer der Zustand der Elektroden. Das sage ich immer wieder und das kann man auch nicht oft genug betonen. Das Gerät zündet perfekt und dieses Arc Force, das ist natürlich eine, man merkt irgendwo, dass der Lichtbogen reguliert wird. Arc Force ist praktisch, wenn ich jetzt bei einem normalen, einfachen Elektrodenschweißgerät oder WIC-Schweißgerät, wenn ich da den Abstand variiere, ja, dann wird der Lichtbogen breiter oder schmaler und auch die Spannung erhöht sich oder senkt sich ab. Und Arc Force versucht das dann zu regulieren, dass dieser Lichtbogen, egal wie der Abstand ist, immer ideal bleibt. So kann man kurz und bündig so Arc Force erklären. Hätte ich auch nicht gedacht, dass so ein Schweißgerät das hat. Ich finde eigentlich Arc Force, da würde ich mal ein Sondervideo für machen mit dem Gerät hier und das mal mit dem Elektrodenschweißen ein bisschen ausprobieren. Ich kenne das sonst halt so von Premium-Klasse. Ja, viele Geräte haben Arc Force oder irgendeine andere Lichtbogenregulierung. Das soll das Schweißen halt einfacher machen. Ob das sinnvoll ist, ob man das unbedingt nutzen muss, ist natürlich die Frage, aber so ein Feature finde ich interessant und das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe jetzt die Schlacke entfernt. Die Schlacke geht richtig einfach runter. Das zeigt natürlich immer, dass das Ganze gut funktioniert hat.
Und wir gucken uns das jetzt einfach mal kurz an. Und man sieht hier, ich habe hier ein paar schöne Raupen. Und also das Gerät kann nicht nur Wix schweißen, kann auch E-Hand schweißen. Ich habe hier eine 3-2er Elektrode verschweißt, habe jetzt 100 Ampere dann hochgestellt von 96, 97 auf 100 Ampere. Und mit den 125 Ampere könnte man im Notfall auch noch eine 4er Elektrode verschweißen. Ich habe hier die Schweißergebnisse weggeschweißt. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, das Gerät hat gut geschweißt, hat gut weggeschweißt, hat gut E-Hand geschweißt. E-Hand habe ich ja nur mal kurz ausprobiert. Hat bombastische Einstellungsmöglichkeiten, genau wie eine SuperTik 200, nur halt als kleiner Bruder und halt ohne Wechselstrom. Ist dafür eigentlich mit 330, 350 Euro, je nachdem, auch relativ preiswert, ist schön leicht, handlich. Ich war da eigentlich relativ von überzeugt und es hat mir wirklich gut gefallen, hat mir viel Spaß gemacht. Ich mag das sowieso immer, das ist mein Leben, solche Geräte zu testen und da so ein bisschen mit zu filmen und euch das hinterher vorzustellen. Und für jeden, der so ein Gerät sucht, so sage ich mal, in der Preisklasse mit dem Funktionsumfang, ist das auf jeden Fall eine Option. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr zu diesem Gerät wissen wollt, ich mache nochmal eine Bedienungsanleitung, wo ich diese ganzen Parameter noch erkläre. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Schweißen. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, euer Manni.